Hi, wir sind hier wieder bei diesem schicken Spiel mit diesen beiden coolen Leuten hier. Okay, ja, ein Schloss müssen wir. Weil da ist jetzt voll was los. Oh nein, Mario, Luigi, eine Katastrophe. Bodenland steht vor dem Untergang. Bam, aus der Luft kommt er einfach. Bowsers Festung greift uns aus der Luft an. Oh oh. Tatsächlich so eine Bowser-Festung. Die kann sogar fliegen. Und greift uns einfach mal an. Oh shit, und die bleibt einfach cool stehen. Luigi hat voll Angst. Bowser Millers Vergeltungsschlag. Bei Luftangriffen sind wir völlig hilflos. Der Hofstaat von Prinzessin Peach wurde wohlbehalten gegen Little Todd Town evakuiert. Gut, Prinzessin Peach ist in Sicherheit, aber Bowsers Festung bedroht uns immer noch. Was? In Bowsers Festung kennst du den Weg? Vom Bowser Zimmer bis zum stillen Örtchen? Ach so, natürlich, ihr seid ja Experten für Bowsers Festung. Dieses Gelächter. Wenn ihr beiden dorthin geht, ist das sicher eine gute Lösung. Oh yeah. Nein, in nationalen Angelegenheiten können wir nicht immer Mario und Luigi in Anspruch nehmen. Mag sein, jedoch. Adieu. Was? Nö, man argumentiert gar nicht. Hey, wo gehst du hin? Doch nicht etwa allein zu Bowser? Euer Majestät, sollen wir nicht auch etwas unternehmen? Stimmt, es bringt nichts hier zu warten, als nächstes, was als nächstes kommt. Bam! Und weg. Okay, wir müssen. Ja, was denn jetzt? Es ist zwar nur ein Gedanke, aber es gab doch nicht irgendwo dieses Flugdings. Wenn ich jünger wäre, würde ich seine Füße packen und dem Prinzen hinterherfliegen. Aber es bringt nichts hier nur zu fabulieren. Okay, ja, wir müssen jetzt zu Bowsers Schloss und ich sag mal so, das ist das letzte Kapitel in diesem Spiel. Also ich habe jetzt diese Bohnen hier, beziehungsweise ich habe nicht diese Bohnen. Das heißt, ich habe auch nicht wirklich alle, nicht mal annähernd alle diese Items hier freigespielt. Sorry, ich glaube, ich mache das jetzt nicht, da ich hier eine Offscreen irgendwie die ganze Zeit Bohnen sammle, damit ich das noch hinbekomme. Ich kann jetzt hier reingehen und mir noch zum einen Saft da machen, weil ich hier noch genug davon habe. Ja, von denen da. Ah, fuck, eine Bohne fehlt mir für den zweiten davon. Oh Mann, ist das doof. Mach ich mal das hier noch? Naja, wie gesagt, das Spiel ist danach vorbei. Gebt euch das mal. Und dann habt ihr nie wieder dieses Spiel von mir. Weil es dann immer vorbei ist. Aber hey, ihr könnt es euch ja nochmal angucken. Und ihr könnt euch auch Mario und Luigi 2 angucken. Und Mario wird schneller. So. Ja, ich würde sagen, da das ja das letzte Kapitel ist, kleiste ich mich noch erstmal vom Feinsten mit Items zu. Ach, hier kann man ja nicht mehr lang. Die Brücke ist ja kaputt. Ich muss jetzt einen Umweg gehen. So, hier entlang und dann runter. Wo ist nochmal ein Item hier genau, ne? Okay, bla bla bla, ich verkaufe euch Zeug. Was? Warte mal, wo gibt's ein besseres? Ach, die sind gar nicht nach. Okay, die sind voll komisch sortiert. Ich dachte, die werden nach Pilzen sortiert, dann die Nüsse. Nö, die sind einfach nur nach Preis sortiert oder so. Nein, nicht mal unbedingt. Ach, egal. So, wir hauen uns erstmal zu mit One-Up-Pilze Deluxe. 10 Stück davon. Und dann. Max Pilze muss ich unbedingt sein. Gibt es nicht noch Pilze, Superpilze? Ja, gut. Wollen wir ein bisschen kostengünstig hier abräumen. Obwohl, davon können wir richtig viele kaufen. Und Ultranüsse. 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Stück können wir uns leisten. Und das war's dann. Okay, ein Superpilz noch. Und dann sind wir genau pleite. Okay, perfekt. Haben jetzt ein paar Items zur Vorbereitung und so, ne? Okay, dann rennen wir mal hoch. Ich muss jetzt nämlich einen Weg finden, in Bowsers Schloss reinzukommen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in so eine Röhre, glaube ich zumindest. Bodenland Nord. Wo komme ich hier nochmal raus? Okay, eigentlich ist das fast direkt am Schloss, glaube ich sogar noch. Egal. Wobei nicht egal, warte, ich kenne einen besseren Weg, glaube ich. Wir gehen. Also was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen jetzt in diese eine Stadt, die ziemlich weit am Anfang des Spiels war. Und damals, da gab es hier diesen komischen Flugsaurier. Und zu dem müssen wir jetzt hin. Also das ist der, den wir damals aus diesem Ei. Ne, haben wir den aus dem Ei geholt? Ne. Den Prinzen haben wir aus dem Ei geholt, aber dieses Flugsaurier-Viech war irgendwie dabei. Ey, das ist ein Item, das wir noch nicht haben. Was ist da denn los? Was? Was? Was habe ich denn hier überhaupt gemacht? Wie ich eiskalt mal hier keine Items geholt habe. Ich meine, hier ist noch ein Pilz und Geld. Hallo, Geld.
Ich habe mal ein fauler Sack gewesen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Okay, hier können wir jetzt ohne Probleme schnell durch. Na, komm. So, ach ja, erinnert euch noch damals an diese Zeiten hier. Das waren tolle, tolle Zeiten. Okay, doch, ich glaube, der Weg hier ist eigentlich ganz schnell. So, oh, auch das noch. Na. Na toll, jetzt habe ich ja genug Boden, um mal noch ein Dings. Ach man, das ist doof. Hier kommt man aber auch noch rein, meine ich. Genau, weil hier. Ich erinnere mich noch daran, verrückt, oder? Hier kann man noch durch. Weil hier war man noch nicht, weil als ich das letzte Mal hier war, da hatten wir noch nicht die guten Hämmer. Ach ja, und da gibt es noch diese eine Attacke, ne? Oh Mann. Oh Mann, wie ich. Also von diesem Steinblock, da wisst ihr noch, das, wo ich das letzte Mal verhauen habe. Ah Mann, jetzt bin ich aber schon hier, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt zurückgehe, das dauert eine Ewigkeit. Ich hoffe, ihr nehmt mir sowas nicht übel. Klar, dann ist das kein super alles 100%, aber... Kann ich ja sowieso nur empfehlen, das selber zu zocken, ja alles. Ich sammle mir vor allem jetzt doch noch wieder Geld ein, obwohl ich schon alles gekauft habe, was ich wollte. Hier haben wir noch... Oh, mehr Geld, ja. Bestens. Okay. Haben wir da drüben was? Warte... Nö, ich glaube nicht. Dann hätten wir hier relativ, also bis auf da unten noch, ein super Pilz und noch mehr Geld. Oh yeah. Dann hätten wir hier alles. Wir haben uns ein bisschen, oh fuck, ein bisschen Kohle verdient. Ja, 59 Münzen wieder, ne? Oh Mann. Oh Mann, eigentlich... Ach, das ist jetzt so eine blöde Sache, ne? Eigentlich will ich ja schon irgendwie wieder zurückgehen. Ich meine, ich rede von... Ja, von dem da, genau. Was? Bowsers Festung greift Bodenland an und Marmek hat sich auch den Weg dorthin gemacht? Verstehe, die Lage ist also ziemlich ernst. Gut, haltet euch an mir fest. Wir fliegen zu Bowsers Festung. Bereit zum Abflug? Okay, das machen wir. So, und wir fliegen jetzt einfach mal dahin. Alles klar, wenn einfach... Zack, reingetragen. Und das Ding kann sogar Feuer spucken, ja. Direkt zum Eingang. Und dort wartet er. Ja, ich warte hier. Wenn ihr zurückfliegen wollt, sprecht mich einfach an. Okay, wir können ja jederzeit auch wieder zurück. Erstmal werden wir hier mit Items versorgt. Sirup und... Ultrapilz. Und hier ist auch noch was. So. Dann starten wir mal durch. Okay. Alle Herren, die Mario und Luigi greifen die Festung an. Als ob diese Rohrkrepierer es bis hier schaffen würden. Bowser Brut, ihr seid dran. Oh shit, es sind Bowsers Kinder. Und die merken gar nicht mal, dass es gar nicht ihr echter Vater ist, sondern einfach irgendjemand, eigentlich sogar der Feind von ihrem Vater. Und der erste Gegner, bam, greift mich schon so hart an. Oh shit. Oh shit, habt ihr gesehen, wie viel Schaden da rausdrückt? Oh shit. Wisst ihr was? Ich glaube, vielleicht bin ich noch ein bisschen zu schwach. Ich hau ab. War eine doofe Idee, glaube ich. Ich hau ab. Tschüss. Nein, das ist mein Ernst. Ich gehe jetzt hier wieder raus. So, ich glaube... Ja, rausfliegen. Ich weiß nicht, das waren ganz schön starke Gegner gerade und das war das erste, was ich hier getroffen habe. Ich glaube, Boss Miller hat vollkommen recht. Ich schaffe es niemals. Ich glaube, ich sollte doch trainieren. Vorher. Und diese ganzen Dinger da, diese ganzen Minigames auch noch machen. Wisst ihr was? Genau das, was ich gesagt habe, was ich nicht mache. Ich glaube, ich werde es irgendwie jetzt doch mal lieber tun. Komme ich jetzt von hier aus am schnellsten von A nach B? Vor allem, komm, geben wir Luigi mal einen Pilz. Zumindest damit er nicht so rumhechelt, oder wie man das nennt. Warte mal, doch, hier oben war ja auch noch was. Also, hier war was, definier mal, als wir waren ja schon hier, aber hier gab es noch mehr was, was wir damals nicht gemacht haben. So, weil hier... gab es nämlich noch eine tolle Sache. Und zwar, ich glaube, hier war das.
Genau, da wartet wieder so ein Typ auf uns, der uns nicht vorbeilassen wollte. Aber jetzt, da wir die technischen Möglichkeiten haben, geht er einfach weg. Und dort wartet, ach, so ein Typ. Okay. Hier, ihr bekommt einen Goldpilz. Damit ist das, glaube ich, unser dritter Goldpilz. Und soweit ich weiß, sogar wirklich der letzte, den man in diesem Spiel kriegen kann, ne? Coole Sache, ja. Okay, dann hätten wir das. Gut, also was habe ich mir als Ziel jetzt mal gesetzt? Ich würde sagen, trainieren, ein paar Level aufsteigen. Das mache ich aber jetzt offscreen alles, ne? Ich meine, ist ja doof, ihr langweilt euch. Da versuche ich, möglichst viele Bohnen zu sammeln. Hier. Also diese klassischen Ahida-Bohnen gibt es ja. Die gibt es ja durch Kämpfe. Also damit tut sich das ja. Lachbohnen, ich glaube, habe ich davon schon den Mix-Trank bekommen. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich von wo bekommen habe. Das ist das Problem. Hier habe ich hier noch genug. Und dann gibt es noch diese vierte Bohnensorte, die man nur durch diese ganzen Minigames da nochmal bekommt. Und die Minigames sind jetzt halt... Welche Minigames gibt es nochmal? Es gibt... Warte mal, während ich rede, kann ich ja weggehen. Es gibt ja dieses coole Slot-Spiel da in diesem Tottown, was wir mal gemacht haben. Es gibt dieses Spiel mit diesen Fässern aus diesen Piratendinger. Dieses mit diesen Schnecken, wo man sich da drehen musste, gab es. Es gab noch mehr. Doch, es gibt noch diese Lore-Fahrt, die ist auch noch ganz am Anfang des Spiels gewesen. Ich glaube, da gehen wir sogar jetzt vorbei, kann das sein? Doch, hier, das. Da, genau das meine ich. Hier, das gibt es noch. Aber komm, ich komme jetzt gar nicht vorbei, ne? Ohne das gemacht zu haben, oder? Ja gut, dann würde ich sagen, ich glaube, weil hier jetzt eine Wand kommt. Eine große Wand. Oh, warte. Das ist trotzdem gut, dass ich mal hier bin. Ja, tatsächlich, dann mache ich das jetzt. Dann mache ich das einmal, so während ihr dabei seid. Dann könnt ihr das mal wieder genießen. Dann seht ihr auch mal, wie das dann aussieht. Das ist auch, und es gibt noch diese Sprünge. Die sind ganz am Anfang. Da, ganz am Anfang dieser Grenzsprung und so. Erinnert euch? Ich glaube, ihr erinnert euch gar nicht mehr. Also ziemlich am Anfang des Spiels gab es ja diese beiden komischen Brüder da. Und die meinten, ja, ihr müsst erstmal hier rüberspringen. Och, das war ganz, ganz lange her. Das war direkt an diesem Stern. Wie heißt das nochmal da? Und auf jeden Fall da, wo alles lila ist. Ich habe den Namen vergessen. Da waren wir auch eben noch, ganz kurz. Als ich mit der Röhre dahin gefahren bin. Also das gibt's auch noch. Ich glaube, das sind schon 5 Minigames. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ach so, ich muss die anleuchten, dann gehen die weg, oder wie? Ja. Ja, und ich will noch genug Geld sammeln. Blöd, dass ich jetzt alles ausgegeben habe. Aber ich will noch genug Geld sammeln, damit ich mir diese eine Attacke da holen kann. Von diesem Stein. Und dann hätte ich, glaube ich, auch alles, oder? Ich meine, das war jetzt alles überhaupt keine Show oder so, ne? Ich hatte tatsächlich vor, jetzt einfach dieses Bowser Schloss da zu machen, aber... ich glaube, ja, bin ein bisschen schwach, ne? Sonst ging ja auch immer alles gut, so ist es ja nicht. Wie viel brauche ich? Muss ich 15 haben? Ah ne, das steht ja erst am Ende, ne? Es können sogar 20 sein, das ist blöd, wenn ich es jetzt nicht mal packe. Sieht eigentlich nicht gut aus, weil... Ne, 15. Okay, da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe nämlich genau 15. Nächster Level. Ja, es sind immer neue Levels, die ich freischalten. Und dann hier. Gefahrene Strecken 2. Gut gemacht. Dafür sollte er einen besonderen Preis haben. In meinem Alter hat man diese Bohnen sowieso keine Verwendung. Also nimmt sie ruhig mit. Erhalten 2 Bohnen. Yeah. 2. Wir brauchen 25, um diesen einen Mix zu machen. Und ich glaube nochmal 10 für diesen zweiten damit. Oh Mann. Okay, da haben wir ganz schön viel vor uns. Okay. So sieht das dann aus. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Nee, warte. Wo? Warte mal. Hier war ja auch noch was. Ich wollte jetzt gerade den Port beenden. Ah, nee, hier ist ja... Okay, okay. Da wo wir mit Luigi mal hingestartet sind und so. Wisst ihr noch? Als wir Mario gerettet haben. Aber die Tür ist jetzt zu. Wir können da nicht nochmal rein. Aber dann müsste das auch eine Abkürzung zu Tottown sein. Das ist gut, weil bei Tottown gab es ja auch diese Röhre, die ich nicht aktiviert habe. Dann kann ich da schon mal zuerst im nächsten Mal. Das ist ganz gut. Mache ich dann. Und hier war doch mal dieser Geist. Da ist er. So. Den können wir auch noch drücken. Und dadurch öffnet sich diese coole Brücke hier.
Oh, was ist das für ein Gebäude? Erstmal eine Nuss, noch so eine Dingens hier. Ach, hier waren wir schon? Was ist das? Ach. Da war letztes Mal kein Ausgang, ne? Oder? Wisst ihr, wo wir sind? Wir sind hier. Aber wenn ich mal hier schon hochkommen würde. Genau da, wo wir in diesem Part schon waren. Wir sind doch in dieser kleinen Höhle. Ach, ich sag's euch. Ich zeig's euch jetzt einfach. Das ist cool. Das ist eine Abkürzung, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt wieder hier in der Stadt. Da, wo dieser Flugsaurier ist und so. Gut, dann haben wir uns eine echt geile Abkürzung geschafft. Ja gut, dann habe ich ja wirklich was geleistet sogar mal. Würde ich sagen, Training. Welches Level habe ich jetzt? 28. Vielleicht sollte ich auf 30 hoch oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß es gar nicht mal. Werden wir mal sehen, wie lange ich... Also erstmal muss ich überhaupt Geld verdienen und Boden verdienen. Anhand dessen muss ich auch noch was machen. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns, schätze ich mal. Nee. Wo sehen wir uns? Wieder in dieser Stadt. Hier, wie heißt die Stadt nochmal? Blablabla. Die mit dem Schloss Bonia da. Ja, tolle Landkarte. Man kann ja gar nichts gucken, außer das, wo ich bin und wo Bowsers Festung ist. Ja. Und dann mixen wir uns diese Getränke da zusammen. Und dann sind wir, glaube ich, auch bereit. Also, bis dann.